Heute geht es um mehr Bewegung im Berufsalltag. Tod durch Sitzen oder das Sitzen ist das neue Rauchen, das sind die neuen Slogans oder Buchtitel, die ihr vielleicht alle schon kennt oder davon gehört habt. Aber ist Sitzen wirklich so krank machen? Ich würde mal sagen, unter Umständen ja. Und was es eigentlich geht, ist, dass wir viel zu lange sitzen und dadurch eine schwache Muskulatur kriegen. Und das ist das Problem. 4 von 5 Deutschen werden einmal in ihrem Leben Probleme mit Muskel- und Skeletterkrankungen haben. Das kann eine einmalige Geschichte sein mit einem OP und einer Reha hinten dran. Das kann aber auch eine chronische Erkrankung sein. Und wir wollen euch heute weiterhelfen mit ein paar Übungen, das zu vermeiden. Lasst den Aufzug, nehmt die Treppe. Das Treppensteigen ist ideal für Kraft, Ausdauer und Koordination. Ihr könnt so viele Übungen an dieser Treppe machen. Probiert es mal aus. Wir nehmen jetzt 2 Stufen auf einmal. Und wenn du dich unsicher fühlst, kannst du gern den Handlauf dazu nehmen. Und jetzt schön gerade den Bauch anspannen, streck dich, mach dich groß. Es ist auch gleichzeitig Krafttraining. Und versuche einfach mal, wenn du das möchtest, 3 Stufen auf einmal zu nehmen. Um den Blutfluss wieder in Gang zu bringen durch das lange Sitzen, nutzt die Treppe. Macht Wadenheber. Auf und ab. Wie ihr seht, kann man beim Treppengehen schon eine Menge tolle Übungen für die Gesundheit machen. Also verzichtet auf den Aufzug, nehmt die Treppe, bleibt gesund.